Hallo DMSG-Community, herzlichste Grüße aus Berlin. Long time no see, Asche auf mein Haupt, ist schon ein bisschen her. Aber wann melde ich mich natürlich wieder? Genau richtig, wenn es heißt Welt-MS-Tag 2020. Ganz verrücktes Jahr und umso verrückter wird der Welt-MS-Tag. Nein, Spaß, ganz normal. Neues Jahr, neues Glück. Wo wir gerade dabei sind. Was für ein komisches Jahr. Ich habe es gerade eben schon gesagt. Corona hält uns im Atem. Und was war für uns in dieser Corona-Zeit eigentlich am wichtigsten? Genau, Verbindung zu halten. Das war eigentlich am wichtigsten. Und dieses Verbindung halten war schwerer denn je. Wir konnten nicht einfach mal zu unseren Großeltern fahren, zu unseren besten Freunden und konnten sie in den Arm nehmen. Nein, wir mussten das auf unterschiedlichste Art und Weise machen. Ich meine, ihr werdet wahrscheinlich eure ganzen Apps kennen, eure Video, FaceTime, Skype, WhatsApp, Video, was es da nicht alles gibt. Ich meine, ihr seid da, glaube ich, die besseren Experten als ich. Aber ihr habt eins geschafft. Ihr habt hoffentlich Verbindung gehalten in der Zeit, in der es eigentlich gerade relativ schwierig ist, Verbindung zu halten auf die normale Art und Weise. Das diesjährige Motto vom Welt-MS-Tag ist Miteinander stark. Und was ist natürlich modern? Was gehört vor ein Motto? Richtig, ein Hashtag. Hashtag Miteinander stark. Das ist das Motto des diesjährigen Welt-MS-Tages 2020, der so speziell wie er ist, wahrscheinlich in die Geschichtsbücher eingehen wird. Auch für mich ist Verbindung halten extrem wichtig und macht mich eigentlich auch zu dieser Person, die ich da bin. Also viele von euch kennen mich ja, viele von euch wissen, was ich halt auch mache, ob es jetzt das Podcasten ist, ob es das viel unterwegs sein ist. Und gerade bei MS ist es wichtig, dass wir Verbindung halten, denn Verbindung bedeutet, wir sind nicht alleine. Und niemand sollte mit der Diagnose MS alleine sein. Jeder sollte sich Hilfe suchen, jeder sollte irgendwie Freunde und Familie an seiner Seite haben, die ihr oder ihm durch diese schwierigen Zeiten helfen. Egal, ob du die Diagnose erst seit kurzem hast oder schon länger, so wie ich. Ich war ja im Jahr 2020 den 10. Geburtstag meiner Diagnose. Und ich überlege gerade, wo ich das so sage, feiert man das oder wie? Aber eins habe ich gelernt, nämlich mit dieser Krankheit zu leben. Und was hat mir dabei geholfen? Nicht allein zu sein, darüber zu reden und Verbindung zu halten. Verbindung mit Freunden, mit Familie und auch mit Gleichgesinnten. Und ich muss gestehen, das ist mir am Anfang ein bisschen schwerer gefallen. Also ich konnte mich nicht in ein Gruppengespräch setzen und mit Menschen darüber sprechen, was in mir vorgeht, was in mir passiert und auch über meine Ängste zu sprechen. Ich möchte an dieser Stelle nochmal betonen, wie wichtig die Arbeit in der DMSG-Community ist und wie sehr mir das auch geholfen hat. Klar, ich mache jetzt auch nicht einmal im Quartal ein Video, sondern immer nur so zu besonderen Anlässen und vielleicht gibt es auch bald mehr Videos. Könnt ihr mich drauf festnageln. Aber der Austausch in unserer Community, denn wir arbeiten natürlich auch im Hintergrund. Es werden Absprachen getroffen, wir tauschen uns aus, wir schicken uns Bilder, wir schicken uns Links und das hat für mich auch schon, das hat natürlich auch für mich sehr viel Bedeutung und das ist ein Part davon, wo ich sage, Verbindungen sind wirklich, wirklich wichtig und bin ich sehr dankbar, dass ich Teil davon sein darf, um mich mit euch auch auszutauschen und ich lese natürlich auch immer sehr aufmerksam die Kommentare, was ihr schreibt. An dieser Stelle möchte ich nochmal eine ganz, ganz wichtige Sache, die ich gelernt habe in den letzten Jahren und die ich auch wirklich zu schätzen gelernt habe, an euch weitergeben. Und das ist Social Media. Facebook, Instagram und hier ganz, ganz besonders Instagram. Was ist denn das für eine klasse MS-Community, die sich da in den letzten, ich sag mal jetzt besonders 2 Jahren, etabliert hat? Große Vorreiter und Motivatoren und Initiatoren, zum Beispiel auch Kevin. Ja? Kevin leistet dort Pionierarbeit in der MS-Community und
der Austausch mit Erkrankten ist dort wirklich, wirklich toll. Es werden Erfahrungsberichte ausgetauscht, es werden neue Alternativen gezeigt, neue Mindsets. Es wird gute Laune gespreadet, um es mal im Fachjargon auszudrücken. Und das finde ich wirklich wichtig. Und das zeigt eigentlich nur noch mal umso mehr, wie wichtig es ist, dass wir alle in Verbindung bleiben. Natürlich immer nur so weit, wie es derjenige auch möchte. Es soll sich natürlich auch keiner gezwungen fühlen, solche Medien zu nutzen. Aber ich denke, jeder sollte das so für sich entscheiden, wie das für denjenigen am besten ist. Also ihr Lieben, es war schön, mal wieder zu euch gesprochen zu haben. Und ich hoffe, euch geht's gut. Bleibt stark. Bleibt aufrecht und wenn was ist, meldet euch bei uns. Wenn ihr mehr von mir erfahren wollt, könnt ihr auch gerne auf mein Instagram-Profil gehen. Ist hier irgendwo eingeblendet und wenn nicht unten im Videotext. Und wenn nicht, hier unten in der Videobeschreibung ebenfalls. Also, liebste Grüße nochmal aus Berlin. Euer Flo, macht's gut. Ciao.